Info über Bahn, die Presse, aktuelle Meldungen und zwar Zugausfälle und Fahrplanänderungen auf der Linie RE11, RB4, RT1, RT4 im November. Wichtig, kann ich nicht so viel nicht vorlesen, was da so drin steht. Okay, machen wir ein bisschen größer, so, man das besser lesen kann. So, wir fangen mal an, und zwar hier unter anderem aufgrund von Bauarbeiten kommt es im November Zugausfälle und Fahrplanänderungen auf der Regionalzuglinie RE11 Düsseldorf Dortmund, Paderborn, Warburg, Hofgeismar, Kassel und den RB4 Korbach, Bad Olsen oder wie das heißt, Wolfhagen, Kassel und auf der Regiotram-Linie RT1 Hofgeismar, Kassel, RT4 Wolfhagen, Kassel. Die Änderungen, die in RE11, die Züge fallen zwischen bis vorsichtig am Sonntag, 3. November auf den Streckenabschnitten zwischen Düsseldorf und Hamm. Ab Montag, also 4., das ist der Zeit, wo ich danach PC-Änderungen mache, bis vorsichtig bis Samstag, 14. Dezember entfallen die Züge auf diesen Streckenabschnitt und an Wochenenden Fahrgäste können sich noch alternative zwischen Düsseldorf oder Hamm Parallellinien RE1 oder RE6 oder RE3, die fürs Ruhrgebiet, ne, parallel dazu, das ist, können sie nutzen. Oder jetzt kommen andere Bahnstrecke zwischen Wilberdessen und Warburg. Wegen Bauarbeiten kommen es ab Dienstag, 12. November, gesperrt. Aufgrund von Streckenabschnitt entfallen die Fahrten des RE11 mit Schienenersatzverkehr, also SEV, also Schienenersatzverkehr. SEV, also mit Bussen eingerichtet, zwischen Warburg und Kassel, die Züge des RE11 ändern Zeiten, die Züge kommen aus Kassel in der halben Stunde und fährt noch kürzlich noch eine halbe Stunde im Abends einzelnen Fahrtenzügen und so. Noch eins später bis Kassel. Das ist zum Beispiel jetzt der RE11 gewesen. Jetzt kommt der RB4. Der RB4, der ab Mittwoch, den 27. November, wird die letzten beiden Fahrten wieder Richtung zum Hauptbahnhof Kassel umgeleitet, in der halt Wilhelmshöhe entfällt auf diese Fahrten. Abfahrtzeiten hier im Wilhelmshöhe ist 31:39, 20:41, ein bisschen Aufenthalt. Und noch eine Änderung für die Regiotramlinien RT1 und RT4. Wir fangen mal mit den RT1 an, mit der RT1, die erste. Und ab Montag, 4. November bis Freitag bis 8. die Fahrzeiten dieses morgenstündliche Züge, die auf der Linie RT1 ändert. Die Züge fahren viel Stationen, aber eine Minute früher ab. Obwohl diese Abfahrt um Hümme ist 6:48 Uhr und jetzt Rallemel ist 6:51. Steht drin, dass
das Montag, 11. November, zwischen 20 Uhr und 30 Uhr, Betriebsschluss ist und umgeleitet auf der RT1 und RT4, zwischen Abschnitt Kassel am Stern und Kassel Schallener Platz. In diese halten zwischen Wilhelmstraße und Steinmuseum. Dieses Königerplatz, Königplatz entfällt. Die Züge werden an Lüssenplatz umgeleitet. Ich würde jetzt überall was vorlesen. Ihr wisst, wie man mein Beispiel mein Lesen ist, zum Beispiel. Das jetzt hier zum Beispiel 6. November. 23:50 Uhr, Betriebsschluss, Zugausfälle auf RT1 von Kassel Hauptbahnhof. Hümme einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Also man sieht ja hier, dass es so eingerichtet wird, weil wegen die Zugausfälle, Personal und anderen Dingen, das Ganze zu streichen oder das wegzu irgendwas, aber egal. Hab's euch rausgepackt, rausgepickt. Und so sieht das aus, wenn er Probleme gibt. Ne? Also hab's euch gezählt. Ne?